Jetzt, heute, ein ganz spezieller Tag, wo wir natürlich auch zurückschauen auf die Woche. Der 8. März, ja eben auch der Frauentag. Und der Lieferund ist gerade das Stichwort für diese Runde hier. Zum Glück ist Freitag. Der ganz normale Wahnsinn von der Woche mit dem Fabian Unterdecker und seiner Freitagsrunde. Übrigens auch zum Zuschauen bei uns gerade im SRF 3 Livestream oder auch im Fernsehen auf SRF 2. Aber heute ist der internationale Tag von der Frau. Oh mon Dieu, ja. Wir haben 2019 und die Frauen haben immer noch nicht den gleichen Stellenwert in der Gesellschaft. Und sie sind auch daran schuld. Was ich? Warum denn, SP-Präsident Christian Löwra? Ja, schauen Sie heute rum. Heute ist SRF 3 Comedy Smorgon und das Radio lädt ein Comedian sein. Zwei Männer und ein Pony, aber keine Frau. Das ist ein Skandal. Löwra, Pony M ist eine Frau. Und wir sind froh, dass sie heute hierher kommt, weil in Berlin zum Beispiel, da ist der Frauentag ja offiziell Feiertag. Da haben die Leute frei, also Mann und Frau. Einen Feiertag am Weltfrauentag finde ich übertrieben. Die Wirtschaft verträgt keinen zusätzlichen Feiertag. Hat denn der Tag für Sie als Frau keine Bedeutung, Bundesrätin Karin Keller-Sutter? Selbstverständlich werde ich diesen Tag auch feiern. Aber erst am Abend, dann lasse ich es richtig krachen. Ah ja, okay. Wie muss man sich das vorstellen? Ich werde an einem Glas Rotwein nippen. Wow. Boah. Nichts feiern hat in letzter Zeit ja unsere SBB, so der neue Doppelstockwagen oder der Dosto von Bombardier, das macht ja nur ein Problem. Lieber im Zug Steuern sparen als Steuergelder verschwenden für einen Zug. Um was geht's? Die Weltwoche hat herausgefunden, dass der Dosto noch mehr Fehler hat als das Rahmenabkommen mit der EU. Oh, das ist aber ein hartes Urteil aus Ihrem Maul, Weltwoche-Chefredakteur Roger Köppel. Aber ein Vorteil hat der Dosto gegenüber der EU. Weil die Türen klemmen, sind die Eingänge versperrt. Ich wünschte mir, das wäre bei der EU auch so. Naja, schon klar. Ist jemand da eigentlich in der Runde schon mal mit dem Zug gefahren? Ja, gefahren. Wie gesagt, ja, ich nehme auch regelmässig einen Zug oder zwei, aber... Man sagt ja, wie gesagt, das da habe ich noch nie probiert, fahrt er ein. Ja, das müssen wir sagen, er fährt eben nicht ein. Der meine Güte, der Dosto ist quasi das GC unter den Zügen. Ist es nicht so, bei weitem haben wir mehr Zug nach vorne erwartet. Das ist gerade ein gutes Stichwort. Was sagt denn unser SRF-Sportexperte Rainer-Maria Salzgeber dazu, zu GC, dass GC jetzt gleichzeitig der Trainer und der Sportchef entlassen hat? Das können wir ganz einfach analysieren. Beim Dosto klemmt es bei den Türen, bei GC irrführig. Der SRF 3 kommt jetzt morgen mit dem Fabian Unterdecker und seiner Freitagsrunde.